So, bisschen Reparaturzeit mal wieder, auch wenn es wahrscheinlich eine einfache Reparatur wird, hoffe ich jedenfalls. Und zwar, ich habe mir Akkus gekauft, ja, hier solche wunderbaren Billig-Lithium-Dinger. Aber das hier, das sind 2-Zellen-Akkus, also 7,4 Volt. Jo, da komme ich mit meinem TP45, wie auch immer der heißt, nicht mehr weiter. Und ich brauche irgendein anderes Ladegerät. Ja, zum Glück habe ich ja noch den guten alten IMAX B7. Teilweise. Ja, ich habe lange Zeit ohne Gehäuse oben drüber betrieben, weil ich da Dinge versucht habe zu ändern. Und was passiert ist, naja, achtet mal hier unten drauf. Die Taster haben irgendwie einen wegbekommen. Da war früher so ein relativ hoher Mittelteil von dem Taster drauf. Und ja, der ist natürlich sehr anfällig, wenn man mal gegenkommt. Die brechen dummerweise direkt ab. Hab mir jetzt in der letzten Zeit so beholfen, dass ich einfach mit dem Schraubenzieher hier die Kontakte kurz schließe und dann so den Taster betätige. Aber ist halt doch eher nervig. Also gucken wir mal, ob wir das irgendwie anders hinbekommen. So, wenn wir das Ganze vernünftig machen wollten, dann müsste ich mir natürlich die passenden Taster holen mit den hohen entsprechenden. Dann kriegt man auch das Gehäuse wieder drauf. Aber ganz ehrlich, ich betreibe es eh die Hälfte der Zeit ohne Gehäuse. Also machen wir es auch ohne. Und ich würde mal sagen, erstmal holen wir das Board hier raus, denn sonst gibt das keinen. Müssen natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Unten drunter, hier sehen wir ja schon Lötstellen, da sind die MOSFETs und so, die hier die Unterplatte, die Unterseite vom Gehäuse als Kühlkörper nutzen. Das dürfen wir natürlich am Ende nicht vergessen. Und ich schmeiße einfach mal mein Werkzeug weg. Und ein bisschen wackeln. Ja, da kommt's ab. Die Pads hier hinten, die müssen wir natürlich aufpassen, dass die nachher wieder alle drauf sind, wo sie hingehören. Wo zum Geier? Okay, der hängt hier irgendwie wohl direkt über den Kühlrippen. Das ist aber nicht gut für den Hitzetransfer. Na, wie auch immer. Ja, ich würde mal sagen, Job für heute. Taster auslöten und dann neue rein. Ich habe hier noch diese Standard-Taster. Vom Raster müssten die eigentlich passen. Hoffe ich jedenfalls. Ja, das ist so ein Standard-Raster. Das geht eigentlich. Und die haben dann halt nur hier diesen kleinen Pinöppel oben drauf. Der dürfte dann noch länger halten. Sollten eventuell den Lötkolben anmachen. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal abzubekommen. Und zwar ausnahmsweise mit dem Lötkolben. Ich habe zwar auch den Endlötkolben hier. Beziehungsweise, ja, ich habe ihn eben nicht hier. Der ist nämlich gerade nicht an der Station dran. Und ich habe gerade keine Lust, den fertig zu machen. Der ist ein bisschen verstopft gewesen. Also gucken wir einfach mal, ob wir das hier so runterbekommen. Ich gehe mal davon aus, allzu problematisch wird das nicht. Die Taster haben ja hier in der Mitte. Mal gucken. Ich denke, man kann es so ein bisschen erahnen. Da ist so ein Freiraum, da kann ich mit dem Schraubenzieher drunter, kann das Ganze ein bisschen hebeln. Hoffe ich jedenfalls. Also gucken wir mal, wie gut meine Fähigkeiten hier sind. Ich würde mal sagen, erstmal klatschen wir hinten. Wo zum Geier sind die Schalter überhaupt da? Okay, erstmal klatschen wir da ein bisschen Lötzinn drauf, denn ich weiß nicht, ob das hier Ros ist oder nicht. Ros ist diese Reduction of Hazardous, was auch immer, Substances oder so. Das heißt in dem Fall bleifrei, aber Löten ohne Blei macht halt nur mäßig Spaß. Und selbst wenn es verbleit ist, ein bisschen mehr frisches Lötzinn mit frischem Flussmittel hat noch nie wirklich geschadet. Ein bisschen aufpassen müssen wir natürlich, die gehen gegen Ground. Das heißt, wir haben diese riesen Ground Plane da hinten mit dabei, die wir jetzt mit aufheizen müssen. Das ist natürlich für uns eher schlecht, weil viel Hitze weg ist, wenig dann da zum Löten. Jetzt gucken wir mal, ich glaube, ich besorge mir mal noch eine Hand, dass wir das Ganze irgendwie festmachen können. Okay, das sollte besser funktionieren. Dann versuche ich mich mal. Ich gehe mit dem Schraubenzieher von unten an den Schalter ran. Stelle fest, dass ich nicht runterkomme. Okay, das wird interessant. Ich glaube, ich besorge mir mal einen kleineren Schraubenzieher. Am schönsten wäre es jetzt natürlich, alle vier gleichzeitig erhitzen zu können. Kriegen wir das hin? Nicht ganz. Schade. So, hier müssen wir zum Glück nicht so aufpassen. Ist ja nichts in der Nähe. Keine Mikrocontroller oder so, die die Hitze wahrscheinlich nicht so gut vertragen würden. Deswegen einfach drauf. Auch das Board scheint eine gewisse Qualität zu haben. Wir können schon sehen, er ist soweit ab. Es fehlen jetzt halt noch die hinteren.
Okay, erster Taster ist weg. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Lötzinn hier wegbekommen. Je weniger Lötzinn am Ende da klebt, desto einfacher dürfte es sein, den neuen reinzukriegen. Okay, die neuen Schalter in die Zu- und Löscher reinbekommen dürfte nicht funktionieren. Also bemühen wir mal hier unsere Entlötpistole dann doch. In der Hoffnung, dass ich irgendwie die Löcher frei bekomme. Was momentan offensichtlich mir nicht gelingen möchte. Okay, schauen wir mal. Die zwei linken sind auf jeden Fall frei. Also zumindest mal der hier, der dürfte auf jeden Fall so komplett direkt reinpassen. Jupp. Die anderen mal schauen. Der ist drin, der ist drin. Fehlt noch einer. Haben wir auch wieder hier das eine Loch, das sehe ich schon, dass da noch was hängt. Noch eigentlich mal ein bisschen Lötzinn dabei, dann klappt das besser mit der Wärmeübertragung. Drücken können wir sie, jetzt müssen sie nur noch funktionieren. Glücklicherweise haben wir ja Testpads geschenkt bekommen. Dann würde ich sagen, benutzen wir die auch gleich am Multimeter. Okay, gehen wir mal davon aus, dass die alle gegen Ground schalten. Das piept zumindest mal. Dann gucken wir mal. Hier waren noch diese Testpunkte. Ob wir da ein Signal bekommen. Das hier ist der hier. Das sieht gut aus. Wo ist der? Okay. Der nächste. Nimmt er auch. Und der letzte. Sieht so aus, als ob sie alle reagieren. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Strom drauf und gucken, ob das auch noch alles funktioniert. Irgendwo hatte ich doch hier genau so einen wunderbaren Teststecker. Damit geht das dann bedeutend einfacher. Okay, hoffen wir mal, dass die Plus-Minus-Beschriftung stimmt. Und SkyRC IMAX B6 sieht gut aus. Display ist schon mal da. Jetzt müssen nur noch die Tasten funktionieren. Piept. Jo, alle funktionieren. Gut, können wir eigentlich direkt mal hier gucken, ob unser Akku auch lädt. Wie machen wir das fest? Moment. Dann würde ich sagen, testen wir das Ganze auch direkt mal. Ausgangsadapter habe ich schon mal dran. Irgendwo liegt auch der andere. Geben wir mal Strom drauf. Den können wir dann auch direkt hier in den Balancer einstecken. Storage klingt gut. 0,6 Ampere weniger. Wie viel hatten die? 480 mA. Yeah. Machen wir mal so unter 1C. 2S sollte passen. Battery check. Confirmed. Gerade nochmal prüfen, dass wir irgendwo einen Kurzschluss mit unseren Klammern machen. Nee, das sieht gut aus. Confirm und... Jo, er lädt. Sehr schön. Sieht gut aus. Haben wir wohl offensichtlich erfolgreich repariert. Mit ganzen 80 mA zieht er bei den 12 Volt. Ja, der ist auch schon auf 0,1 runter. Ist ja nur ein Storage Charge, also 50%. Das kommt hin. Gut. Jo, scheint alles zu passen. Taster laufen wieder. Ich kann fleißig Akkus laden. Tut, was es soll.